Diese Arbeit, das ist für mich wie Urlaub. Das Core-Team da in der Body besteht aus eingefleischten Hilton-Mitarbeiter. Und jeden Sommer neu suchen wir uns junge, spontane und sehr aktive Leute, die uns möchten unterstützen und viel Kraft mitbringen, damit wir einen guten Sommer überstehen. Wir haben uns ein bisschen bei uns hier in der Body in ein paar verschiedene Sparten. Wir haben die, die bei uns die Kassen machen. Wir haben die, die eigentlich als Runner fungieren und einfach alles auffüllen, was fehlt, weil es so viel läuft. Wir haben die, die bei uns in der Küche arbeiten und die, die im Buffet arbeiten. Die, die im Buffet arbeiten, sind dann wirklich die, die bei uns die Lebensmittel auffüllen. Und die, die in der Küche arbeiten, sind die, die eigentlich immer schauen, dass die, die auffüllen, genug haben. Und dann haben wir dann noch die Reinigung. Die sind wirklich eigentlich da, wo unsere Gäste immer schauen, dass die sauberes Besteck haben und Geschirr und so weiter. Im Sommer ist halt mega durchgezogen mit dem Wetter. Man weiss nie, ob es mal eine Woche lang regnet. Und dann ist halt da alles zu in der Bade. Dann kann man natürlich auch nicht arbeiten. Und dann kann es einfach sein, dass es knallheiss ist. Wir haben bis 12'000 Gäste am Tag. Die Bade ist voll. Teilweise müssen wir das Restaurant sogar kurz schliessen, einfach nur, um wieder hinterherzukommen, dass unsere Gäste wieder alles haben, was sie brauchen. Also das ist wirklich ganz, ganz speziell und saisonal sehr vom Wetter abhängig. Es gibt lange Tage, anstrengende Tage, es macht aber auch sehr viel Spass. Also jemand, der Spass an der Arbeit hat, ist bei uns sicher richtig aufgehoben. Und wenn du auch Lust hast, mal einen Sommer in der Body zu arbeiten beim Hiltl, dann musst du einfach ein bisschen Durchhaltewillen mitnehmen und auch können teamfähig arbeiten, auf die anderen ein bisschen schauen. Und auch ja, Freude haben und vor allem auch schon erste Gastro-Erfahrungen mitnehmen. Für die ganz guten Mitarbeiter in der Body, die finden, das Hiltl ist auch etwas für sie, hätten wir dann vielleicht sogar am Schluss der Saison einen längerfristigen Job in der jeweiligen Abteilung, die sie gerne arbeiten würden.